Der Hype um ChatGPT, einer sprachbasierten künstlichen Intelligenz von OpenAI, ist zurzeit sehr groß. Noch ist das Tool kostenlos und für jeden nutzbar. Das wirklich gut trainierte AI-Model erreicht man über die Seite von OpenAI. Und man kann sich einfach über seinen Google-Account einloggen. Man kann wie mit einem Chatbot mit ChatGPT interagieren, allerdings sind die Fähigkeiten von ChatGPT wirklich sehr beeindruckend. Makellose und gut recherchierte Antworten bekommt man auf komplexe Fragen in wenigen Sekunden und ChatGPT merkt sich auch bereits gefragten Inhalt. Ich zeige euch ein paar Anwendungen von ChatGPT, um Microsoft PowerPoint-Präsentationen ganz schnell und einfach auf ein neues Level zu heben, denn ChatGPT beherrscht fast jede Programmiersprache und kann auf Befehl Visual Basic Makros coden, welche ihr ganz einfach in PowerPoint einbauen könnt. Über die Konsole frage ich nach einem Dropdown-Menü für meine Präsentation als VBA, also als Visual Basic Makro. Ihr seht, schon codet ChatGPT lustig drauf los und man kann sich den Code auch erklären lassen und über Fehler, die zum Beispiel beim Kompilieren auftreten können, sprechen. Um VBA-Makros in PowerPoint einfügen zu können, müsst ihr erst über die Option das Menüband oben anpassen, um die Entwicklertools zu generieren. Über die Entwicklungstools könnt ihr in die Visual Basic Konsole den nun von ChatGPT verfassten Code einfügen. Wichtig ist, die Datei als PPTM, also mit Makrofunktion, zu speichern. Zum Test der VBA-Makros könnt ihr auf dem grünen Play-Symbol schauen, ob der Code ohne Fehler durchgeführt wurde. Und voilà, schon seht ihr ein von ChatGPT programmiertes Dropdown-Menü in PowerPoint. Wir legen aber noch eine Schippe drauf und fragen ChatGPT nach einem Code, um die Option des PowerPoint-Dropdown-Menüs aus einer Excel-Datei einzulesen. Hierzu stellt man einfach wieder die Frage. Den Code, ihr seht, kann man dann einfach direkt rauskopieren und wie gehabt in die VBA-Konsole einfügen. Am Ende erklärt ChatGPT sogar noch, welche Anpassungen gemacht werden müssen, also zum Beispiel den Pfad, wo genau die Excel-Datei liegen sollte. Wichtig ist hier auch, die Namen der Active Elements konsistent zu halten, den Pfad anpassen und zu fixieren, aus welchen Zellen eurer Excel-Tabelle das Skript sich den Inhalt saugt. Und so einfach hat man eine richtig coole Dropdown-Funktion in PowerPoint, welche sich den Inhalt aus einer Excel-Datei zieht.